Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einer neuen Coolbox. Ja, die Brandons Coolbox ist gekommen. Ist jetzt letzte Woche. Ist auf jeden Fall schon etwas länger her. Ich bin leider dazwischen nicht dazu gekommen, das Video abzudrehen, weil ich dann wieder weg war von zu Hause. Die letzten Wochen nur, deswegen komme ich einfach nicht dazu. Das heißt, ich werde es jetzt machen. Ich habe die Box schon angeboxt. Wir haben auch ein paar Sachen schon getestet. Aber ich habe keinen Zettel leider, den habe ich anscheinend. Also es war einer dabei, soweit ich weiß. Aber leider habe ich den anscheinend weggeworfen mit ins Papier. Deswegen, ich kann euch leider zu den Produkten nicht sagen, wie viel sie kosten. Ich kann euch aber jetzt die Produkte zeigen, zu ein paar Produkten sagen, wie sie sind. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Das erste, was wir drin hatten, ist einmal von Kerrygold die frisch und cremig Cheddar und Röstzwiebel Aufstrich. Den habe ich tatsächlich noch nicht getestet, aber der hört sich auch mega lecker an. Den habe ich jetzt noch geschlossen lassen, weil wir noch sehr viel Offenes haben. Und bevor dann alle schlecht werden, lassen wir den lieber zu. Aber ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt. Sieht auf jeden Fall mega lecker aus. Und ich liebe Cheddar-Käse und ich liebe Röstzwiebeln, also kann er fast nur gut schmecken. Genau, einmal den. Dann war einmal drin was Kleines. Ich glaube, das sollte so ein kleines Weihnachtsgeschenk sein. Und zwar Kinder Schoko Fresh mal 2. Gott sei Dank mal 2 und nicht plus 1, weil dann habe ich es mit meinem Mann teilen können. Der hat sich auch gleich eins geschnappt. Schoko Fresh brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Mega lecker. Ich liebe es. Hätten sie ruhig eine große Packung reinpacken können, wäre ich sofort dabei gewesen. Schoko Fresh geht immer. Riesenpackung, am besten 2 oder 3 oder 4. Wäre ich auch mit dabei. Wenn die ganze Packung, die ganze Box nur aus Schoko Fresh bestehen würde, würde ich mich auch freuen. Nein, da freue ich mich sehr darüber. War auch mega lecker und ist schon weg. Dann haben wir einmal von Grillido den Grillkäse Crunchy mit weniger Fett und mehr Geschmack. Und zwar mit Knuspertopping Mediterran. Das ist für Grill und Ofen, High Protein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Alex sich seinen schon gemacht hat. Ich habe mir meinen auf jeden Fall noch nicht gemacht. Bin aber mega gespannt, wie der schmeckt. Vor allem mit diesem Knuspertopping. Ich mag Grillkäse an sich schon wahnsinnig gerne. Und ich weiß, dass der von Grillido auf jeden Fall mega lecker ist. Weil ich den schon mal bestellt, beziehungsweise wir hatten ihn, glaube ich, auch mal in einer Cool- oder Cold-Box drin. Also je nachdem, ich weiß nicht, ob es bei Brand News war oder bei Degusta-Box, aber auf jeden Fall hatten wir den Käse schon mal drin und der war mega lecker. Bin gespannt, wie der mit dem Knusper-Topping ist. Dann hatten wir einmal von Pop Boss und zwar den Brotaufstrich Tomate Mozzarella vegan. Der war so lecker. Haben wir letzte Woche Toast damit gemacht und der war wirklich abartig gut. Der war abartig gut. Ich habe den einmal kalt gegessen. Kalt war er mega lecker und dann habe ich mir gedacht, Alex hat mir dann noch einen Toast gemacht. Habe ich gesagt, das soll den vielleicht mal in den Kühlschrank, in die Mikrowelle reintun, damit der Mozzarella ein bisschen schmilzt oder weich wird. Und das war auch mega lecker. Also den kann man sogar sowohl heiß alles auch kalt essen. Schmeckt beides gut. Werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Der war mega lecker. Kann ich euch sehr empfehlen. Dann haben wir einmal die Planted Better Than Chicken Kräuter und Zitrone. Ich glaube, dass die der Alex gegessen hat. Ich bin mir jetzt aber tatsächlich nicht sicher. Ich habe es auf jeden Fall nicht gegessen. Also entweder ist es noch unten im Kühlschrank oder mein Mann hat es gegessen. Ich glaube aber, dass es mein Mann gegessen hat. Er hat sich auf jeden Fall nicht beschwert. Also war es, wenn er es gegessen hat, auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist jetzt die Frage. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal fragen und das vielleicht einblenden. Ja, dann hatten wir einmal drin von Lack, also laktosefrei, das Porridge auf Joghurtbasis. Das hat mein Mann gegessen, fand er auch gut, hat er auch nichts gesagt. Ich habe zwar zu ihm gesagt, vielleicht soll er was reinmischen, weil das nur das pure Porridge ist, aber er hat zugegessen und ihm hat es geschmeckt. Also kann man auch nichts sagen. Dann hatten wir einmal drin, wie like It Natural frische Bio-Hafer-Kochcreme vegan. Die ist noch unten drin, die haben wir noch nicht verwendet. Oh, die hatte ich gestern fürs Curry. Nein, aber ich hatte schon 5 Produkte. Okay, hat nicht hingehauen. Dann werde ich auf jeden Fall was finden, was ich damit machen kann. Bin nur gespannt, wie es auf Haferbasis schmeckt, weil Rama-Creme Fin und so habe ich schon verwendet, aber auf so Haferbasis habe ich es bis jetzt noch nicht probiert. Stelle ich mir aber sehr gut vor, tatsächlich. Ich mag es zum Beispiel, so Hafermilch im Kaffee drin schmeckt wahnsinnig gut, weil das so einen, ja, besonderen Geschmack noch mit dazu gibt. Mag ich sehr, sehr gerne, deswegen da bin ich gespannt, muss ich mal gucken, wo ich das dann mit verwende. Dann hatten wir einmal Deli rein pflanzliche Schmalzzwiebel mit Äpfeln verfeinert. Habe ich leider dabei auch in die Gefriertruhe gepackt, weil ich da auch noch ein offenes habe. Das ist jetzt was, das ist wahrscheinlich nicht für jeden was, das gebe ich ehrlich zu. Ich liebe Schmalz. Ernsthaft, ich liebe es. Ich kann nicht viel davon essen, also ein Brot und es ist genug, aber ich liebe es. Ich liebe es total und ich habe mich so sehr darüber gefreut. Es sind so tolle Aufstriche dieses Mal drin gewesen. Also, boah, ich war mega begeistert. Schmalz kann man mich immer haben. Vor allem mit Apfel und Zwiebel verfeinert. Ich nehme auch nur Zwiebelschmalz. Mega lecker. Probiert es einfach mal. Es ist so lecker. Ideal auf Brot und zum Kochen. Stimmt, zum Kochen haben wir es auch schon verwendet. Dann hatten wir einmal drin von Sol Puro Guacamole Avocado Creme aus natürlich
natürlich gereiften Avocados und mild. Habe ich noch nicht probiert, ist noch unten im Kühlschrank, bin ich sehr gespannt. Ihr wisst es, ich liebe Guacamole und ich bin ein bisschen misstrauisch gegenüber Fertig-Guacamolen, weil ich die immer selber mache. Bin ich gespannt, vielleicht wird es ja eine, die ich dann mal selber auch nachkaufe, ich weiß es nicht, aber ich freue mich sehr darüber. Kann ich auf jeden Fall brauchen. Dann hatten wir von Hertha minus 25% Kochsalz, 100% Geschmack, Saftschinken schon gegart. Schinken, ich liebe Schinken, mein Mann zwar nicht, aber dafür kann ich ihn essen, deswegen finde ich auch toll. Es waren wirklich tolle Sachen dieses Mal. Nein, ich glaube, das hat mein Mann gegessen, ja. Und zwar von Parmeier, ihr wisst ja, das kaufe ich auch öfter selber. Ich hatte schon mal diese Rosmarinkartoffeln oder Goethe-Kartoffeln, die waren leider nicht so gut. Das war das Einzige, was bisher nicht so gut war. Aber die Kartoffelpuffer, die kaufe ich mir immer wieder. Die sind so lecker und zwar einen Kartoffelauflauf Brokkoli. Klimaneutral. Er hat es gegessen, hat sich nicht beschwert, also denke ich, war es gut. Weil normalerweise, wenn es nicht gut ist, wird es mir gleich sagen, dass ich es auf jeden Fall nicht mehr kaufen brauche. Dann haben wir von Rücker das Vegan Lecker, alles fein und pflanzlich, Pfannen und Grillgut, Kräuter. Da hatten wir auch schon mal welche drin, das waren aber glaube ich die normalen. Die hatten wir damals zum Geburtstag verwendet zum Grillen, deswegen kann ich nicht hundertprozentig sagen, wie die geschmeckt haben, weil es kann sein, dass ich sie gegessen habe, dass ich sie nicht gegessen habe. Ich habe auf jeden Fall Grillkäse gegessen, die Frage ist nur welchen. Ja, aber wird auf jeden Fall bei uns auch wegkommen, wird zusammen mit dem Grillkäse von Grillido gemacht. Bin ich sehr gespannt. Und dann hatten wir drin, das finde ich auch mega cool, Vollkorn. Flammkuchenböden. Ja, das sind, ich glaube, vier frische Flammkuchenböden drin. Werde ich auf jeden Fall machen. Muss ich mal gucken, dass ich die Zutaten dafür noch kaufe. Ich werde auch einen süßen Flammkuchenboden machen. Haben wir auch schon mal gemacht. Ich bin gespannt, wie es in Vollkorn schmeckt. Keine Ahnung, wie so fertig Flammkuchenböden schmecken. Werde ich auf jeden Fall testen, aber werde ich sehr, sehr gerne testen. Wir werden auf jeden Fall süße Flammkuchen machen und wir werden herzige Flammkuchen machen. Herzhafte Flammkuchen machen. Also wird auf jeden Fall wegkommen bei uns. Ja, das war's tatsächlich wieder. Wir hatten insgesamt 13 Produkte drin. 13 Produkte und es waren so tolle Produkte. Gott sei Dank war nicht wieder dieser Mevgon-Joghurt drin, sonst wäre ich ausgerastet hier. Nein, so eine tolle Box, die war, also für mir wirklich 2 Daumen nach oben, so viele leckere Aufstriche, so viele leckere Sachen. So sollte die Box öfters sein. Ich fand sie wirklich, wirklich Hammer. Es ist nichts dabei. Und kein Fisch. Gott sei Dank kein Fisch. Es war dieses Mal kein Fisch dabei. Normalerweise immer diese Heringshappen. War dieses Mal nicht drin. Also weder dieses Mevgal-Joghurt noch Fisch. Alle Sachen waren einfach toll. Viele können vielleicht mit dem Schmalz nichts anfangen. Das gebe ich jetzt ehrlich zu. Aber für mich war die Box einfach der Hammer. Von mir wirklich beide Daumen nach oben. Das ist das Einzige, was ich sagen kann von der Box. Schwärme ich jetzt noch. Die war echt toll und wir haben noch einiges unten, das ich wahnsinnig gerne testen werde. Bin ich sehr gespannt. Jetzt höre ich das Schwärmen auf. Ihr wisst es jetzt. Ich bin begeistert von der Box. Ich bin wirklich begeistert von der Box. So, jetzt weiß ich nicht, ob sie Kamera noch aufgenommen hat. Ich habe es auf jeden Fall noch fertig geredet. Aber ich glaube, sie hat davor abgeschalten, weil der Bildschirm Field Monitor kurz gehängt hat. Deswegen hier nochmal die Verabschiedung, sicherheitshalber. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sagt mir auf jeden Fall, wie ihr die Box gefunden habt. Habt ihr sie genauso toll gefunden wie ich oder nicht? Vielleicht war es auch meine persönliche Meinung. Würde mich sehr interessieren. Sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.